Allgude und herzlich willkommen zum neuen Teil von Mischkas Rollenspielurlaub. Meine Frau hat mich gerade aufmerksam gemacht, dass ich euch doch mal den schönen Sonnenuntergang hier in Valenica in Andalusien zeigen könnte. Jetzt geht gerade hinten dran so ein bisschen rot die Sonne unter. Die Straßenlampen sind schon an. Wir sind super vollgemampft. Meine Frau hat Monti, also ziemlich große Ravioli, die im Dampfkochtopf oder beziehungsweise in einem Dampfkochtopf, keinem Dampfdruckkochtopf gemacht werden. Deutsch ist schwere Sprache, ich weiß. Ja, rollenspieltechnisch bin ich jetzt gerade mit dem zweiten Abenteuer der G7 endlich durch. Es zieht sich alles viel, viel länger, als ich geplant habe, weil ja, mit Notizen machen, nochmal Querverweise lesen, Fragen aufschreiben. Ich habe mir so viele Fragen aufgeschrieben für den Pölle. Ich bin fast überlegen, ob wir da einen Stream draus machen sollen, wie ich die Fragen stelle, wie er seine Meinung dazu sagt, ob wir noch einen anderen, der die G7 schon wieder hat, bitte zunehmen sollen. Da mache ich mir noch mal Gedanken darüber, wenn ich zu Hause bin und vielleicht schon mal mit Pölle das erste Mal gesprochen habe, wie er das sieht. Dann müsste ich dann einen kompletten Spoiler-Alarm unter das Video schreiben. Aber ja, es wäre auf jeden Fall mal eine Idee wert. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen hier rum, dass ihr ein bisschen was von der Umgebung seht. Das heißt, effektiv habe ich jetzt knapp 200 Seiten gelesen nach einer Woche. Ich habe gedacht, das wird viel, viel mehr. Ich habe es total unterschätzt. Merke aber auch, wenn man jetzt massig liest auf dem Tablet, das strengt schon an. Also es ist anders da, als ein Buch zu lesen. Sonst lese ich ja immer nur so ein paar Seiten, ein kleines Abenteuer auf dem Tablet als Vorbereitung abends für die Streams. Aber das war schon nicht ohne. Bis jetzt. Aber ich habe mir 20 A5 Seiten Notizen gemacht zu den ersten beiden Abenteuern. Die Abenteuer sind ziemlich gut. Beim ersten, wie gesagt, habe ich ja schon meine Meinung gesagt. Am Ende, da kann man noch was drehen. Das zweite Abenteuer ist richtig grandios. So viel Einzelheiten, so viel ja, kleine Details mit Begegnungen und so weiter und so fort, die da eingebaut sind. Das ist wirklich schön. Und jetzt freue ich mich gerade auf den dritten Teil. In jedem der beiden Teile wird einer gezeichnet. Das heißt, es gibt jetzt schon zwei Gezeichnete von den sieben Gezeichneten nach dem zweiten Abenteuer. Und ja, ich fahre jetzt mit meiner Frau und unserem Gastgeber hier, dem Reinhold, fahren wir nach Njaca. Das ist knapp 20 Kilometer weit weg. Da gibt es eine Kneipe, wo Roma abends noch handgemachte Gitarrenmusik machen. Da freuen wir uns jetzt drauf. Wir sind jetzt gerade noch so ein bisschen am Verdauen. Ich bin total vollgefressen. Aber es ist einfach super. Ich gebe euch noch mal ein bisschen View hier übers Land. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sehen uns. Allgude zu einem neuen Teil von Mischkas Rollenspielurlaub. Ja, neuer Tag bricht an. Wir haben jetzt nur noch 6 Tage, dann geht es wieder nach Hause. Es ist so ein bisschen Wehleidigkeit schon mit dabei, weil es hat echt viel Spaß gemacht bis jetzt. Heute ist Freitag, heute Abend ist wieder Pizzaabend, da freue ich mich tierisch drauf. Da gibt es hier, ich hoffe, man sieht es, aus dem Pizzaofen. Richtig geile Steinofenpizza in der Casa Erika. Aber warum ich das Video eigentlich mache? Gestern Abend waren wir in einer Bar, wo ja, handgemachte Gitarrenmusik Richtung Spanisch, Richtung Roma gemacht wurde. Und das war wieder Plotvorlagen ohne Ende. War das gut? Zur Bar selbst erstmal super geiles Ambiente. Das war so ein Gewölbekeller, also für die, die es nicht kennen, sowas wie ein Weinkeller, wie man sich den vorstellt. Mit Rundbögen drin. Man ging von der Straße so ein paar Stufen runter und schon war man da. Es hieß Milo, also oder Mielo. Muss überlegen, wie es auf Spanisch heißt. Auf jeden Fall alte Mühle. Und da war sogar das Mühlrad noch drin, also der Mühlstein. Und der ist nicht, wie man den von Europa oder aus Deutschland kennt, so ein ja, große Münzenform quasi, sondern das ist eine
Kegel- bzw. Kreiselform. Ich blende da mal noch ein Bild von ein. Super interessant, lag da mittendrin und diese ja, Fläche, wo der Mühlstein früher lief, das war auch die Tanzfläche. Super geil, direkt hinten dran stand saß der Gitarrist, hat da Mucke gemacht. Das war super cool vom Ambiente her. Mücke, nerv nicht. Daher erstmal super cool, die Crowd, sag ich jetzt einfach mal, die Zuschauer, alle ordentlich mitgeklatscht und das muss man ja sagen, der Flamenco-Takt ist ja nicht ganz trivial, das ist kein Dreivierteltakt-Walzer, dum, 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 sondern ist schon ein bisschen schwieriger und halt alle 100% den Takt getroffen, da bin ich immer wieder von positiv überrascht, wie musikal die Spanier sind. Aber ansonsten waren halt die Szenen, die da liefen, war so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber es ist halt im Kontext super lustig. Wir haben da zwei Engländer getroffen, die auch nur sehr schlecht Spanisch konnten. Ich habe mit denen Englisch gesprochen, meine Frau mit denen Spanisch. Das war sehr interessant. Der Reinhold, der Besitzer hier, der Casa Erika, war noch mit dabei. Wir hatten da ziemlich viel Spaß. Aber jetzt zu den eigentlichen Plotsträngen. Zum einen waren da ein älteres Ehepärchen, die waren, na, ganz schlecht zu sagen, also 70 mindestens, sage ich mal. Und sie ging auch ein bisschen schockig, aber sobald die auf der Tanzfläche waren, die haben da jetzt keine großen fetten Figuren gemacht, aber die haben so minimalistisch, super gut im Takt getanzt. Also man wusste einfach, dass man sieht, die haben Jahre, 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 Jahre lange Erfahrung. Und die haben da auch Spaß dabei, in dem, was sie machen. Die haben dann auch mal ab und zu mit jüngeren Leuten getanzt, hat man gesehen, wesentlich ausladendere Bewegungen. Aber die Jungen waren viel schneller müde als die Alten und die Alten haben einfach weitergemacht. Dann, was jetzt wirklich plotreif war, war so ein, jetzt ist einfach mal geschniegelter Papagallo, der da war. Ja, die ganze Zeit an seiner Freundin rumgedockert hat, hey, hier tanzen, also an der rumgezogen und sie hat schon ein richtig böses Gesicht gemacht. Und dann hat er sie irgendwann mal so lang hin und her gezerrt, bis sie dann wirklich mit zur Tanzfläche war. Ein Gesicht gezogen, wie ich kack dir gleich ins Gesicht. Und in dem Moment kam der Blumenmann rein. Hey, hier, Blumen, Blumen, Blumen. Sie ihm kurz was gesagt, der Blumen gegrinst, legt die Blumen auf Seite und fängt an mit ihr zu tanzen und lässt den Freund einfach eiskalt stehen. Oder ich weiß nicht, ob es der Freund war, auf jeden Fall der, mit der um mit ihr tanzen wollte, bei dem sie die ganze Zeit saß. Und der hat natürlich geguckt, wie, boah, ich bring dich um. Das war so gut. Ich habe so gelacht. Und ja, ist der Blumenmann dann irgendwann abgezogen, mit fetten Grinsen im Gesicht. Ich dachte, jetzt gibt es gleich Schlägerei. Das Pärchen ist dann auch relativ schnell abgezogen. Ich weiß nicht, ob es draußen noch was gab, aber allein die Szene war schon super. Und das zweite war dann ein zweiter älterer Spanier, leicht dicklich, aber auch super rhythmisch fett drauf. Hatte dann irgendwie englische Tourista-Damen, die wesentlich jünger waren und die dann auch irgendwie mit ihm tanzen wollten oder mit ihm getanzt haben. Und er hat dann auch wirklich da richtig gut versucht. Die haben sich wohl sprachlich nicht verstanden, so wie es aussah, aber wirklich versucht, er noch so Drehbewegungen zu zeigen oder so Grundschritte, wie man langsam rhythmisch macht. Und sie ist dann einfach da rumgesprungen und da überhaupt nicht drauf reagiert. Das war super gut. Das war zum Feiern, zum Feiern. Also wieder mal Beweis für das, was Frank immer sagt. Geht mit offenen Augen durch die Welt, betrachtet alles mal so ein bisschen aus dem Rollenspielerblick. Da hat man schon super, es war eigentlich schon zu fetzig für eine Horrorreich-Taverne, Tanztaverne oder so. Aber so eine Szene könnten sich da abgespielt haben. Könnte man irgendwie ein bisschen gut mit einbauen. Und wenn es nur für das Ambiente dieses ältere Ehepaar ist, das sehr, sehr stimmungsvoll miteinander tanzt. Es war einfach super, super, super gut. Also ich nehme auf jeden Fall was damit, weil in Unsterbliche Gier kommt eine Tanzszene drin vor. Ich weiß nicht, ob ich da was einbauen kann, weil das eigentlich eine ist, wo nicht so viele Leute da sind. Na, ich überlege mir was. Auf jeden Fall, ja. Das zum Erlebten und zum Rollenspielteil. Wie gesagt, ich habe gestern Unsterbliche Gier durchgelesen, bin jetzt gerade an grenzenloser Macht dran und habe eigentlich noch das Ziel, das jetzt zumindest vielleicht noch bis morgen Abend durchzuprügeln. Sonntag fahren wir nach Ronda, da gibt es wieder ein bisschen Sightseeing. Und dann fängt die nächste Woche schon an, am Mittwoch fliegen wir zurück. Also, mal schauen. Auf jeden Fall, ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe bis jetzt super viel Spaß. Ja, wir backen Pizza. So sieht's aus beim Rhein und auf der Casa Erika. Ich warte jetzt auch immer zu tun. Ich habe jetzt den Teig ausgerollt. Hier haben wir den vorbereiteten Teig, die Rohlinge. Streue ich mit Mehl und rolle ich die aus.
Was fehlt? So, hey, gut und herzlich willkommen bei Pizza, Mischkas Pizza-Abenteuer. Nee, wir sind auf der Quasi Erika und hier Freitag ist jetzt alles in der Pizza-Abend. Und ich habe mich heute bereit erklärt, Teig auszurollen, was ich gerne mache. Und sehr gut. Und sehr gut, sagt die Chefin. Ihr habt es gehört. Wir üben. Und auf eine gemeinsame Pizzerie. Ja, genau. Und ja. Wie gesagt, Freitag Pizza-Abend, das heißt, wenn wir im April wirklich die Spanien-Kotten hinbekommen, gibt es auf jeden Fall auch Pizza-Abend, das habe ich schon mit Reinhard abgeklärt. Aber ein bisschen dünner, ne, den Weißen? Oh ja, da macht man schon viel Spanisch. Ja, so schnell geht das hier. Zack, fertig. Ja, wie ihr seht, gibt es hier derzeit vegetarische Pizza mit Feigen und ohne Käse, ohne Fleisch, weil vegetarisch ist gerade vegan. Entschuldigung, Gottes Willen, Schande überhaupt, vegane Pizza. Hier ist gerade Yogakurs. Wie ihr seht, könnt ihr beim Reinhold ziemlich alles machen, von Chillen bis Yoga bis sonst was. Ist alles verhandelbar bei ihm. Und ja, es war ziemlich cool, wir haben den Pizzaofen jetzt seit 4 Uhr angeheizt und jetzt ja, nonstop. Genau, jetzt wird dir Gas gegeben, dass die Leute alle satt werden. Aufmachen. Und ja, er hat schon öfter mal für 30 Mann Pizza gemacht, das heißt, was aus Maximum der Casa Erika in Belegung ist. Das heißt, für 30 Mann Kon sind wir gut versorgt. Ist diese schon gut. So, und schon kommt der nächste Rolling. Ei, Gude, das ist chillig. Habe ich mir jetzt mal gedacht. Habe ich hier in so eine Hängeschaukel reingeballert. Und ja. Rollenspielstatus. Wir waren heute nirgendwo. Ich habe keine neuen Plotideen deswegen bekommen. Gelesen habe ich heute nicht wirklich viel. Ich glaube, 3 oder 4 Seiten. Beschreibung von einem Kloster im dritten Abenteuer der G7 in unbegrenzte Macht. Hab schon ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Aber das hat sich wieder ausgeglichen. Zum einen, weil es heute wieder super gutes Essen von meiner Frau gab. Nee. Und zwar hat der Reinhold da 4 Leimholzplatten stehen gehabt, wo er sagte, damit will ich mein Bett verkleiden. Aber ja, ich habe gerade keinen, der es macht. Und wie auch immer sagte ich, hey, Reinhold, ich alter Schreiner, ich kann kein Holz rumstehen sehen, das muss ich jetzt mal machen. Und habe dann die Platten zugesägt, habe die vorne noch ein bisschen ausgespart, die vordere Platte zum besseren Ein- und Aussteigen, dass auch ein bisschen Verzierung an der Sache dran ist. Haben jetzt eben noch geölt, jetzt war ich duschen, jetzt mache ich noch schnell das Video und danach machen wir uns Pizza von gestern Abend warm, weil die war einfach nur geil und sowas schmeiße ich ungern weg, auch wenn es mit Mittag frische Borscht gab. Aber die Pizza muss ich jetzt auf jeden Fall noch essen. Ich hoffe, meine Frau guckt mich da nicht böse an. Ja, morgen fahren wir morgens nach Nechre auf den Flohmarkt. Da werde ich Lego-Figuren für den Reg holen. Mit dem habe ich gewhatsappt und er sagte, oh ja, geile Sache, nimm mal was mit. Und ich sagte, ja, was denn? Ja, ich verlasse mich da auf deinen Geschmack. Oh, auf meinen Geschmack verlassen, Reg, wirklich. Naja, gut. Und danach geht es dann nach Ronda morgen. Das ist eine in Terrassen aufgebaute Stadt. Ja, da werden wir den ganzen Tag unterwegs sein. Da werde ich vielleicht morgen Abend noch mal ein bisschen lesen. Das heißt, jetzt das Wochenende war sehr schlecht für die G7. Und ich habe dem Black Suicide versprochen, dass ich spätestens am Montag anfange, Rise of the Rune Lords zu lesen, weil am 1.10. ist da schon die erste Runde. Also nicht mehr so lange hin, da habe ich nicht mehr viel Zeit. Ja, deswegen gehe ich jetzt essen und lesen und hau mich ins Bett, weil morgen ist ein langer Tag. Ei, Gude und herzlich willkommen zum neuen Teil von Mischkas Rollenspielurlaub. Heute sind wir in Ronda. Das ist ungefähr 100 Kilometer, 90 Kilometer nördlich von Malaga oder Marbella. Und das Besondere an Ronda ist, es hat eine wunderschöne Altstadt. Ganz, ganz alte Burg, die halt schon ziemlich zerfallen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und was man jetzt im Hintergrund hier so sieht, ist die Puente Nuevo, die neue Brücke. So neu sieht sie nicht mehr aus, aber das Panorama ist einfach cool. Ich drehe euch mal so ein bisschen. Und ja, da ist eine knapp 50 Meter hohe Schlucht und
Die Brücke ist, weiß ich nicht, 200, 300 Meter lang. Da fahren auch Autos drüber, das ist eine offizielle Straße. Ich hätte da echt ein bisschen Schiss. Aber das Panorama ist halt super. Ich nehme euch mal mit und lasst euch mal schauen. Das ist halt ein super geiles Panorama. Und das ist eine ziemlich coole Kulisse, finde ich. Für entweder altes Changeling, Vampire sowieso, ganz klar. Eine alte Stadt irgendwo in den Bergen. Vampire Dark Ages wäre hier super als Kulisse. Und ja, Ideen strömen mal wieder. Muss man ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht geglaubt, dass ich hier im Urlaub so viele Ideen mitbekomme. Jetzt kommen wir schon wieder in den neueren Gebäude, natürlich nach Unmengen an Touris, also sehr viele potenzielle Ghule. Ja, ich denke, viel mehr habe ich nicht mehr zu sagen, deswegen mache ich jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns vielleicht Abend nochmal. Bis später. So, der Bu und der Mäd. Letzter Tag. Entschuldigt, immer wenn ich die Mütze anhabe, falle ich in meine Rolle von alte Familien zurück. Der letzte Tag ist angebrochen hier auf der Casa Erika und ja, ich gehe jetzt mal hoch zum Rückzugsraum, so wie sie das glaube ich nennen. Und dann sage ich nochmal was, so weiter und so fort. Immer nochmal einen Rundgang hier, dass man ein bisschen was sehen kann. Waren wirklich sehr, sehr schöne zwei Wochen. Es war super warm, also für mich, es waren immer so um die 30 Grad. Ist für mich halt zu warm, sind wir mal ehrlich. Aber naja, so ist das im Leben. Yoga-Mädels sind gerade beim Frühstück, da soll man nicht so viel Krach machen. Jetzt mache ich mich mal hoch zu dem Yoga-Platz, wo die heute Morgen irgendwie 3 Stunden rumgeeiert sind. Vor dem Frühstück, Respekt dafür. Ja. Puh. Als allererstes, ich freue mich super, wieder nach Hause zu kommen. Der Urlaub war schön, ja, aber nirgendwo ist es so schön wie zu Hause, sind wir mal ehrlich. So, jetzt sind wir hier auf dem Yoga-Platz. Ich drehe mal die Kamera. Sieht für mich so aus, so ein bisschen... Könnten auch genauso gut Praios-Rituale oder, naja, mit dem da oben Raja-Rituale gemacht werden. Und jetzt gucke ich mal, hier gibt es irgend so eine Retreat-Bude, die irgendwo hier oben ist. Ich schau mal, ob ich die finde. Hier gibt es Sessel, um den Sonnenuntergang anzugucken. Und jetzt nur schönes blaues Meer. Soll das da unten das Teil sein? Ich weiß echt nicht, wo es ist. Hier gibt es so ein Teil. Ist die Kamera aus? Wo muss die Kamera aus? Nee. So ein Teil, wo man sich reinlümmeln kann. Haufen Wege zum Laufen. Das Secret Shelter. In die Richtung. Naja, gut. Resümee der letzten 2 Wochen. Die ersten paar Tage waren nicht wirklich entspannt. Da mache ich ein eigenes Video dazu, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Danach sind wir hier auf die Casa Erika gekommen, das war dann super Bombe. Reinhold ist ein guter Bekannter von uns, haben wir schon mehrfach gesagt. Meine Frau hat hier gearbeitet und ja, haben viel Spaß gehabt, viel gelacht in der Zeit. Ich kam nicht so viel zu lesen, wie ich wollte. Jetzt finaler Stand, halbe Stunde vor Abfahrt nach Hause, ist knapp 300 Seiten gelesen. Das heißt, die ganze Rückkehr der Finsternis, Barbarat-Kampagne, Staub und Sterne nochmal durchgearbeitet, durchgelesen, dass das sitzt. Und na, die Szenario-Vorschläge, die am Anfang von Meister der Dämonen drin sind, da sind 3 Stück, einmal zu Praios-Dienern, einmal zu Zwergen und das letzte heißt auf den Spuren Barbarat, habe ich noch nicht ganz gelesen. Will ich auch nicht zu viel spoilern. Wartet noch eine Menge Arbeit auf mich. Am 1. soll der Rise of the Space Lords losgehen. Also die Starfinder-Variante von Rise of the Runelords habe ich noch gar nichts gelesen. Das heißt, die letzten beiden Urlaubstage, die ich zu Hause habe, sind Rise of the Runelords Regelwerk durchpauken und das erste Abenteuerszenario oder den ersten Teil von Rise of the Runelords lesen. Ja, das ist aber auch noch Zukunftsmusik. Ich genieße jetzt nochmal die letzte Zeit hier. Es ist schön warm. Es wird der letzte warme Tag sein, den ich dieses Jahr mitbekomme, weil in Deutschland sind es jetzt schon tagsüber 16 Grad und nachts 3, also zumindest bei uns im Hohen Zurück. Ja, das erste Mal, dass ich so ein wie auch immer Vlog gemacht habe über eine gewisse Zeit zu einem gewissen Thema, in dem Fall jetzt der Urlaub oder Andalusien aus Rollenspielersicht. Ein bisschen strange war das mit den Yoga-Mädels hier, weil die haben halt auch vegan gegessen und so weiter, haben sich alle immer super gefreut, waren super happy mit dem Essen.
Ich habe es mal probiert. Ich bin halt kein Veganer. Also ich habe andere Geschmacksknospen im Mund, habe ich so das Gefühl. Aber eine von denen ist auch irgendwie eine Bloggerin, die hat dann ja, ziemlich Lobeshymne hier auf die Casa Erika gesungen. Kann ich auch verstehen, wenn das genau mein Thema ist mit dem Yoga und Retreat und Vegan. Ist das bestimmt eine super Sache. Und das Video wurde irgendwann nachmittags hochgeladen und hatte abends 36.000 Aufrufe. Prospekt. Können wir Rollenspiele nur von träumen. Aber ja, ich werde jetzt einpacken. Nochmal gucken, dass ich alles eingepackt habe. Zumindest was Rollenspiel angeht. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist ja, ob man jetzt Sonnencreme vergisst, habe ich das mal dahingestellt. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Deutschland. Ich hoffe, ihr hattet einen Haufen Spaß mit dem Video. War vielleicht mal eine Anregung, wo ihr euren nächsten Urlaub plant. Vielleicht gefällt euch ja die Idee mit der, ich nenne sie jetzt mal noch als Arbeitstitel, Urlaubskon, andalusische Urlaubskon. Mal gucken, ob es überhaupt dazu kommt. Ich werde es jetzt demnächst den Admins auf dem Pol vorschlagen und mal zusammenschreiben auf dem Pol. Und ja, wenn das läuft, sehen wir uns vielleicht hier bei der Casa Erika im April wieder. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt die Impressionen genossen. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Mischka. Haha, bevor ich ausschalte, natürlich, klar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und gebt natürlich ein Feedback unten drunter. Die Feedback-Challenge ist immer noch on. Das heißt, ich freue mich riesig, wenn mir eure Gedanken dazu mitteilt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.